Bundestagswahl, Buckelwahl, gute Auswahl. Bei uns geht's jetzt um einen anderen Wahl. Um Johannes van der Waal. Und um die nach ihm benannten Kräfte. Van der Waals Kräfte sind Anziehungskräfte zwischen Molekülen. Also ähnlich wie bei den Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Wenn ihr die noch nicht kennt, einfach das Video hier checken. Wichtig, auch hier ist das Ganze nur eine Anziehungskraft, aber keine echte Bindung. Auch wenn manchmal von Van der Waals Bindung die Rede ist, für eine echte Bindung sind die Anziehungskräfte nämlich viel zu schwach. Okay, aber wo findet ihr die Van der Waals Kräfte? Die Wechselwirkungen kommen zwischen fast allen Teilchen vor. Viele Moleküle bilden aber gleichzeitig auch die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Wie zum Beispiel Salzsäure HCl. Die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen sind viel stärker als die Van der Waals Kräfte. Die Dipole übertrumpfen die Van der Waals Kräfte quasi. Sie werden deshalb voll unwichtig. Dasselbe gilt auch für Ionen. Da sind ja sogar richtige Ladungen und nicht nur Ladungsverschiebungen am Werk. Die sind noch stärker. Bei den Anziehungskräften ist es halt wie im Fitti. Nur der Stärkste wird angegafft. Van der Waals Kräfte sind also nur ausschlaggebend, wenn man keinen permanenten Dipol oder Ladungen im Molekül hat. Dann sind die Anziehungskräfte nämlich ausnahmsweise mal die stärksten. So, dann suchen wir uns doch mal Moleküle, die keinen permanenten Dipol haben. Eben welche, wo die Van der Waals Kräfte wichtig sind. Da sollten euch in der Klassenarbeit direkt die Alkane einfallen. Die Bindung zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff bildet keine dauerhaften Dipole aus. Deshalb sagt man auch, Alkane sind unpolar. Aber warum bilden die CH-Bindungen keine permanenten Dipole? Das liegt daran, dass C und H fast die gleiche Elektronegativität haben. Also auf Deutsch, C und H ziehen gleich stark an den Elektronen, mit denen sie verbunden sind. Dadurch befinden sich die Elektronen im Normalfall in der Mitte von beiden. Würden die Elektronen näher zum H oder zum C gezogen werden, dann könntet ihr Dipol dazu sagen. Den gibt's hier aber nicht. Super Sache, also kein dauerhafter Dipol hier. Okay, soweit. Deshalb haben wir keinen permanenten Dipol. Aber was ist jetzt die Ursache für die Entstehung von Van der Waals Wechselwirkungen? Die Wechselwirkungen entstehen durch kurzzeitig gebildete Dipole. Hä? Warum jetzt doch Dipole? Gerade wurde doch gesagt, es gibt keine. Und genau hier liegt der Knackpunkt. Los geht's. Die Teilchen dürfen keinen permanenten, also dauerhaften Dipol haben, damit sich kurzzeitige Dipole im Molekül bilden können. Kurzzeitige Dipole bestehen aus unsymmetrischen Ladungsverteilungen in unpolaren Bindungen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt wieder, was labert der für Mist? Also hier die Erklärung. Die Elektronen vom Bindungselektronenpaar schwirren jetzt in ihren Kugelwolken durch die Gegend. Die Kugelwolkenkreise sind sozusagen der Bereich, wo sich Elektronen aufhalten können. Jetzt kann es aber sein, dass die Elektronen mehr auf einer Seite des Moleküls rumtuckern, so wie hier auf der linken Seite. Dadurch ist auf der Seite, wo sich mehr Elektronen aufhalten, eine kurzzeitige negative Ladung. So wie hier auf der Seite von Wasserstoff. Auf der anderen Seite ist dann andersrum eine positive Ladung. Jetzt denken wir uns mal, es kommt ein anderes Molekül dazu. Von dem neuen Molekül wollen die negativen Elektronen jetzt natürlich zu der Seite, wo das andere Molekül die positive Ladung hat. Also schwirren sie auf der rechten Seite von dem Molekül. Und somit bildet sich auch im Nachbarmolekül ein kurzzeitiger Dipol aus. Die Ladungen sind nicht mehr in der Mitte. Die zwei Dipole ziehen sich jetzt an. Und genau das sind die Van der Waals Wechselwirkungen. Die Pole bilden sich zwar schnell wieder zurück, dafür werden aber auch immer wieder neue gebildet. Allgemein könnt ihr euch noch merken, je größer bzw. länger ein Molekül ist, desto stärker sind die Van der Waals Wechselwirkungen. Denn je länger die Kette ist, desto mehr Wechselwirkungen können stattfinden. Und viele schwache Anziehungskräfte sind logischerweise stärker als wenige. Deshalb haben längerkettige Alkane auch höhere Siedepunkte. Die Kräfte halten die Teilchen länger zusammen, bevor diese gasförmig werden. Wichtig für die Van der Waals Kräfte ist auch, dass die Moleküle möglichst gut zusammenliegen können. Viele Verzweigungen führen dazu, dass die Moleküle nicht so nah zueinander kommen, weil sie durch ihre sperrige Struktur daran gehindert werden. Je weniger Verzweigungen die Moleküle haben, desto besser können die Van der Waals Kräfte wirken. Merkt euch also, je weniger Verzweigungen die Alkane haben, desto höher ist in der Regel auch der Siedepunkt. Okay, merkt euch also Folgendes. Van der Waals Wechselwirkungen sind schwächer als Dipol-Dipol-Wechselwirkungen oder Ionenbindungen. Sie entstehen zwischen Molekülen, wo die Elektronegativitäten nah beieinander liegen. So wie bei Kohlenstoff und Wasserstoff. Es entstehen nur kurzzeitige Dipole. Außerdem nehmen die Van der Waals Kräfte mit der Kettenlänge zu und mit einer stärkeren Verzweigung ab. Nice Leute, mehr zu dem Thema oder anderen Themen findet ihr auf thesimpleclub.de und auf unserer App. Bis gleich dort, einfach hier klicken.